So, damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 14. Hier haben wir Folgendes. Wir haben einen Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen. Der könnte eingebracht werden zu Beginn. Ansonsten haben wir dann ein Rederecht vereinbart für Herrn Pfeiffer. Das würde folgen. Und wir beginnen in der Fraktionsrunde mit der CDU danach. Das wäre die Reihenfolge. Wird der Änderungsantrag jetzt eingebracht? In der Fraktionsrunde. Gut, dann starten wir jetzt und ich darf aufrufen Herrn Pfeiffer. Der Stadtrat hat Ihnen Rederecht gegeben. Sie haben genau wie alle Stadträtinnen und Stadträte 5 Minuten Redezeit und the floor is yours. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen, sehr geehrte Stadträte, Frau Dagen lacht, sehr geehrte Gäste, liebe Bürgerinnen und Bürger. Mein Name ist Heiko Pfeiffer, ich bin Schulsozialarbeiter am Bildungs- und Freizeitstandort Garmigstraße in Dresden-Prohlis und dort ganz konkret in der 122. Grundschule. Ich folge der Einladung von Frau Mühle. Sie hatte mich fernmündlich angefragt, ob ich hier sprechen kann zum Masterplan, aber nicht zu irgendetwas, sondern ob ich als Praktiker sozialer Arbeit etwas vor dem Stadtrat vortragen kann. Das tue ich und als erstes rufe ich Ihnen ganz klar zu, Masterplan Prohlis 2030, tun Sie das? Es ist gut, sich den Herausforderungen in Prohlis anzunehmen. Und das ist gelinde ausgedrückt, denn die Herausforderungen sind gewaltig aus unserer Sicht, aus meiner Sicht als Praktiker. Es geht um nichts anderes als um Reaktionen auf tiefgehende strukturelle Ungerechtigkeiten. Zwei Beispiele. Wenn ich in Prohlis Nord und Süd wohne, etwa 14.500 Einwohnerinnen und Einwohner, steht mir nach meinem Kenntnisstand kein einziger Psychotherapeut zur Verfügung. Kein einziger im Nahfeld. Wer in anderen Stadtteilen wohnt, weiß, was da im Nahfeld möglich ist. Ich arbeite aber in der Schule, mein Metier sind vor allen Dingen die Kinder. Wir haben Abgängerprozentzahlen von der Grundschule ins Gymnasium zwischen 3 und 10%. In der 63. Grundschule in Blasewitz sind das zwischen 85 und 100%. Im sächsischen Mittel, wenn ich dem Internetrecherchen glauben darf, um die 50%. Das kann man aus meiner Sicht nicht alleine nur mit den intellektuellen Unterschieden der Kinder erklären. Ich habe den Plan quer gelesen. Meine Erkenntnis, für Sie ist das nichts Neues, aber für mich als Nichtpolitiker schon, die dringlichsten Dinge können Sie als Kommune nur bedingt oder gar nicht beeinflussen. In vielen Handlungsfeldern besteht Abhängigkeit von Bund und oder Land. Der Klassiker Bildungspolitik nahezu zu 100% Ländergeschichte. Konsequenterweise setzen Sie dort an, wo die Kommune wirkmächtig werden kann. Nämlich bei der Hardware. Das sieht man im Masterplan, umso kommunaler die Wirkmächtigkeit, umso konkreter sind die Beschreibungen. Umgekehrt Bund-Land, umso unkonkreter. Da wird vor allen Dingen von Umgestaltung im öffentlichen Raum gesprochen, Tor zu Prohlis, Spielplätze, ganz wichtig, zeitgemäße Kinderspielplatzlandschaften. Was wichtig wäre, können Sie also, was aus unserer Sicht, aus meiner Sicht am wichtigsten wäre, können Sie also nur bedingt beeinflussen. Nennen wir das leidliche Thema Qualifizierung von Lehrerinnen und Lehrern. Die können Sie auch nicht backen. Zu den Kindern. Im Stärken-, Schwächen-, Chancen-, Risikobereich beschreiben Sie auf Seite 41 richtigerweise hohe soziale Betreuungserfordernisse. Das deckt sich mit unserer Erfahrung in der Praxis und das gilt ganz besonders für Kinder. Deutlich wird das auf Seite 16 der Abbildung 29, dort gehen Sie nämlich auf die Armutsbelastung ein und ganz konkret auf die Kinderarmut, die mindestens 25% und oft weit über 45% beträgt. Gefühlt, ich weiß nicht, wo die Zahl 45 herkommt, ist das deutlich mehr. Es gibt sehr viele dramatische Auswirkungen dieser grassierenden massiven Armut.
Ich will nur auf eine zum Abschluss meiner Rede eingehen. Dann werden Sie sagen, was ist das für ein Problem? Für uns ist es eines der größten: Lärm in der Schule. Wie sieht das ganz konkret aus? Viele Kinder tragen am Tag während des Unterrichts Kopfhörer, haben Kopfschmerzen, besuchen massiv den Ruheraum, der aufgrund des Personalmangels nur ganz bedingt geöffnet werden kann, also viel mehr Nachfrage nach Ruheraum als möglich. Erwachsene sind auch wegen der großen Lärmbelästigung häufig krank. Abweichendes Verhalten von Kindern kann und muss auch der extremen Lärmbelästigung zugeschrieben werden. Und deshalb lege ich besonders Wert auf Ihre Formulierungen in Seite 9 der Vorlage: Sanierung der Gebäude. Und bitte denken Sie da vor allen Dingen bei der Sanierung an die Ermöglichung besserer Kommunikation, um langfristig besser lernen zu können in einer lärmangemessenen Umgebung. Ermöglichen Sie die Ausgestaltung aller pädagogischen Räume an folgenden 3 Standorten: 122. Grundschule, 120. Grundschule und 121. Oberschule. Das sind die Schulen, die im Masterplanbereich liegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. CDU beginnt. Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Das, was wir gerade im Redebeitrag von Herrn Pfeiffer gehört haben, ist ein Teil von Prolis, aber es ist nicht nur das, was Prolis bewegt und nicht das Einzige, was man mit Prolis verbinden kann. Das möchte ich vorn anstellen. Ich glaube, wenn die meisten von Ihnen an Prolis denken, denken Sie zuerst an typische Plattenbauten, wenig Grün, Tristesse und überhaupt ein wenig erlebenswertes Viertel. Doch Prolis hat sich in den vergangenen Jahren, man kann schon fast sagen Jahrzehnten, relativ gut entwickelt. Während zu DDR-Zeiten jeder froh war, der eine Wohnung im Plattenbau bekam, mit Fernheizung und warmem Wasser aus der Wand, wollten nach der Wende alle schnell weg, oder viele von ihnen schnell weg. Nur wer sich nichts anderes leisten konnte, blieb. Prolis wurde zum ungeliebten Stiefkind am Rande der Stadt. Am Ende hat man mit Maßnahmen aus dem Programm Soziale Stadt entsprechend gegengesteuert. Das ist in großen Teilen auch wirksam geworden. Punktuelle städtebauliche Aufwertungen erfolgten. Ich denke an den Pusteblumenbrunnen, der zum Beispiel von der Prager Straße ehemals auf den Albert-Wolf-Platz nach Prolis umgesetzt wurde und eine Aufwertung dieses Platzes zum Beispiel bewirken sollte. Das neue Kombibad Prolis feiert in wenigen Tagen seinen 2. Geburtstag. Im kommenden Jahr soll das Bürgerhaus Prolis im Palitzschhof endlich eröffnet werden. Es geht in Prolis nicht nur um die sozialen und strukturellen Fragen, es geht aber auch darum, das möchte ich ganz klar sagen. Der vorliegende Masterplan Prolis 2030 Plus ist ein städtebauliches Konzept als Handlungsrahmen für die weitere Entwicklung des Gebietes. Wichtig ist, den Stadtteil nun kontinuierlich weiterzuentwickeln und dabei gleichzeitig auch die städtebaulichen Mängel zu beseitigen. Beispielsweise sei hier genannt das Gebiet um den ehemaligen Straßenbahnhof zwischen dem nördlichen Ende der Proliser Allee und der Mügelner Straße. Dieses Gebiet soll künftig mal in einen Proliser Boulevard umgewandelt werden. Leuchtturmprojekte seien genannt wie das Berufsschulzentrum Elektrotechnik, was wir alle gemeinsam hier schon beschlossen haben und was hoffentlich bald auch, Bildungsbürgermeister ist gerade nicht anwesend, bald auch uns entsprechend mit einer Vorlage erreichen wird. Das Berufsschulzentrum wird entsprechende Strahlkraft über Prolis hinaus entfalten. Ein kommunales Gesundheits- und Beratungszentrum ist im Masterplan genannt. Dieses soll sowohl einen städtebaulichen als auch einen sozialräumlichen Lückenschluss herbeiführen. Für das Wettbewerbsverfahren zum Gesundheits- und Beratungszentrum hat der Stadtbezirksbeirat Prolis in seiner jüngsten Sitzung übrigens 35.000 Euro zur Verfügung gestellt, einstimmig wohlgemerkt. Das heißt also, der Stadtbezirksbeirat steht klar hinter den Projekten, die im Masterplan verankert sind und will, dass das entsprechend auch zeitnah umgesetzt wird. Ein weiterer Schwerpunkt im Konzept sind die Umgestaltung von Freiflächen. Da, Herr Pfeiffer hat es gerade schon genannt, Spielflächen, Sport- und Freizeitflächen, die braucht es im Prolis noch mehr. Aber natürlich auch entsprechende Maßnahmen in den Wohnhöfen zum Thema Klimaanpassung und zur Erhöhung der Aufenthalts- und Wohnqualität. Ich bin davon überzeugt, mit den Maßnahmen, die im Masterplan vorgesehen sind, wird die Attraktivität und damit die positive Wahrnehmung des Stadtteils steigen.
Doch, um auch an der Stelle keine falschen Erwartungen zu wecken, wir machen uns auf einen Weg in die 2030er Jahre. Nichts von dem, was im Masterplan beschrieben ist, wird kurzfristig umzusetzen sein. Wichtig ist allerdings, dass die Verwaltung sich noch nach unserem Beschluss, den wir heute fassen werden, hoffentlich mit einer großen Mehrheit und vielleicht auch einstimmig, dass wir uns dann zügig auf den Weg machen, entsprechende Fördermittel einwerben, denn ohne Fördermittel Dritter können wir diese Mission nicht Wirklichkeit werden lassen. Unsere Zustimmung zur Vorlage verbinden wir mit dem besonderen Dank an den Prolitzer Stadtbezirksamtsleiter Jörg Lämmerhirt, der gemeinsam mit der Stesat den Prozess betreut und gesteuert hat. Und es kommt ja nie so oft vor, dass ich den Oberbürgermeister danke, aber an der Stelle auch der Dank mal an den Oberbürgermeister, der vor 2 Jahren die Idee zum Masterplan in den Raum gestellt hat. Wie gesagt, ein einstimmiger Beschluss, so wie im federführenden Ausschussvotum, wäre heute ein starkes Zeichen dieses Stadtrates an die Prolisserinnen und Prolisser. Und darum bitte ich Sie, vielen Dank. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Wird das Wort Fraktion Die Linke gewünscht? Frau Dr. Geitsch, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, und wie ich auch gerne immer, ich hole es mir gleich runter, ich bin nicht so groß, ne, gewachsen, da ist das immer ein bisschen interessant hier zu gucken, wo die Mikros am besten stehen. Die Stadträtinnen und Stadträte habe ich schon begrüßt. Ich begrüße auch immer ganz herzlich alle Menschen, die hierher als Gäste gekommen sind und vor allen Dingen auch Menschen, die sich entweder jetzt oder später den Livestream anschauen. Ich spreche ja nicht das erste Mal zum Wohngebiet Prolis und mache das immer wieder mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Und ich kann beiden deshalb weinen und lachen Auge, weil ich beiden VorrednerInnen zustimmen muss. Ja, durch die vergangenen infrastrukturellen Maßnahmen der sozialen Stadt ist in Prolis unheimlich viel passiert. Prolis ist ein grüner Stadtteil, entlang des Proliser Landgrabens ist Aufenthaltsqualität gewachsen, weil Bänke und Spielgeräte aufgestellt worden sind. Es gibt 2 Jugendhäuser in Prolis, es gibt mittlerweile ja auch, und das wurde auch schon genannt, das Kombibad in Prolis. Die älteren Menschen, die es ja aber ungefähr 40-50% in Prolis gibt, bedauern, dass es dort leider keine Sauna mehr gibt. Vielleicht können wir dort auch irgendwann mal Geld finden, um die dort draufzusetzen. Es gibt in Prolis viele Aktive, die im Sinne des sozialen Zusammenhaltes arbeiten, wie die AWO, die Malteser, der Verein Querformat oder das Eltern-Kind-Büro, die Angebote machen und gemeinsam mit den in Prolis Wohnenden Schritt für Schritt sozialen Zusammenhalt, Integration leben. So. Und nicht zu unterschätzen sind natürlich auch die Angebote der Jugendkunstschule im Palitschhof und die Angebote und die Arbeit des Quartiersmanagements. Das wird auch im Masterplan mit angesprochen. Und wer ihn genau gelesen hat, weiß aber, dass 2025 die Förderung auslaufen soll. Deshalb begrüße ich, der ja noch vorgestellt werden wird, den Antrag der Grünen, dass alles getan werden muss, das Quartiersmanagement zu erhalten, weil es eine nicht zu ersetzende Arbeit leistet. Aber, und das ist jetzt die weinende Seite, und das hat Herr Pfeiffer schon angesprochen, Prolis ist ein Stadtgebiet struktureller Ungleichheit und Ungerechtigkeit, würde ich nennen. Viele Schöne können viele Menschen sich nicht leisten. Viele schöne Wohnungen, die möglicherweise auch teuer waren, habe ich so ein bisschen Angst, vielleicht können das sich die Menschen nicht mehr leisten. Prolis ist ein Stadtgebiet mit überdimensionierter Arbeitslosigkeit. Ungefähr 40% der Kinder sind armutsgefährdet. Hat auch was mit dem Schulbesuch zu tun. Da ist die Lernfreude möglicherweise nicht so da wie bei anderen Kindern und Jugendlichen. Jugendliche, ich war jetzt erst in der 122. Oberschule, vermissen trotz 2 Jugendhäuser und der Skaterbahn, die es gibt, adäquate Aufenthaltsmöglichkeiten. Ich habe es jetzt mal losgehetzt aufs Jugendhaus, weil sie natürlich auch selber tätig werden können und sollen, um das zu schaffen, was ihnen auch gefällt, was sie brauchen.
Jugendliche brauchen oft Plätze, wo sie sich mal verstecken können beim Aufenthalten und wo sie nicht so auf dem Präsentierteller liegen. Alles in allem bleibt zu hoffen, dass der Masterplan Prolis zielstrebig umgesetzt wird, aber dabei die soziale Seite nicht vergessen wird. Deshalb beantrage ich hier jetzt den Beschlussvorschlag vom Ausschuss Soziales und Wohnen zur Abstimmung zu bringen, weil genau dort ein Punkt in der Anlage 1 ergänzt worden ist, genau das zu tun, was wir als Stadt schon tun können, auch wenn wir wenig tun können, ein Beschäftigungsprogramm für vor allen Dingen Langzeitarbeitslose aufzulegen. Wer Prolis kennt, kennt den schönen Pusteblumenbrunnen. Dort trauen sich manche Menschen nicht mehr hin, weil das die eher arbeitslosen Menschen als Aufenthaltsort erkoren haben. Und ich sage dazu, das ist das eigentliche Schlimme, dass diese Menschen ihre Perspektive verloren haben. Die meinen, das reicht, ist gut so, wie sie leben. Aber sie wieder zurückzuholen ins Leben, das ist für uns auch eine wichtige Aufgabe und das sollten wir auch im Masterplan mit berücksichtigen. Also ich bitte deshalb um die Zustimmung, die Beschlussvorlage vom Ausschuss Soziales und Wohnen als Abstimmungsgrundlage zu machen. Dankeschön. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde SPD. Echt? Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, liebe Mitbürgerinnen und vor allen Dingen liebe Proliserinnen und liebe Proliser, wir sprechen über den Masterplan Prolis 2030 Plus. Das hört sich schon mal sehr stark an und Prolis ist tatsächlich auch eines der wichtigsten Stadtteile Dresdens. Es ist schon alleine durch die vielen Hochhäuser ein teilweise dicht gedrängtes Urbanes, aber durch die vielen Grünflächen, Gartenanlagen, Höfen und angrenzenden vorstädtischen Quartieren teilweise auch ein sehr luftiger Stadtteil. Prolis hat deswegen auch einer der wichtigsten Stadtteile, weil wir hier eine der wichtigsten Aufgaben als Stadt vor uns liegen haben. Prolis hat zusammengefasst ein Problem, sein Image und die auch damit einhergehende Gefahr, Teil einer Segregation in der Stadt zu werden und zu sein. Die Probleme wurden gerade schon beschrieben. Es geht um Ungerechtigkeit, es geht um infrastrukturelle Nachteile, es geht um soziale Schwierigkeiten und Herausforderungen. Prolis ist ein Underdog-Stadtteil. Jetzt liegt ein Plan vor, der in vielen Beteiligungsveranstaltungen und Prozessen entstanden ist. Der sogenannte Masterplan bündelt einige wenige ganz neue Ideen und viele, die sowieso schon am Entstehen waren, zu einem Dokument, einem Plan, einem Rahmen. Man könnte jetzt natürlich fragen, warum, wieso und wieso jetzt gerade dieser Plan erarbeitet wurde, aber am Ende gefällt mir dieser Aspekt, dass hier ein ganz besonderes Augenmerk auf diesen Underdog-Stadtteil Prolis gelegt wird. Endlich, würde ich auch sagen. Große Vorhaben sind im Masterplan festgeschrieben. Zum Beispiel eine gute Umsetzung der Bundesgartenschau und die Verbindung mit Projekten vor Ort, wie die wunderbare Idee des Blauen Bandes Gerberbach, wären tatsächlich Meisterstücke einer Stadtplanung. Auch das große Thema fehlenden Wohnraums bzw. zu teuren Wohnraums ist ja ein zentrales Thema und daher auch im Masterplan Prolis genannt. Wollen wir mal sehen, ob es hier tatsächlich zu einer spürbaren Verbesserung bei diesem Problem kommt. Und das führt mich zu einer persönlichen Einschätzung, wie der Masterplan Prolis 2030 Plus gesehen werden sollte. Es ist eine Selbstverpflichtung der Stadtverwaltung und der Stadtpolitik, dem Underdog-Stadtteil Prolis endlich einen Entwicklungsschub zu ermöglichen, hin zu lebenswerter, gerechter und stabilen Verhältnissen, hin zu einem guten Miteinander und sozialer Integration der Proliserinnen und Proliser und ihren angrenzenden Nachbarn. Diese in einen Masterplan gegossene Selbstverpflichtung ist also der Maßstab für die Wirksamkeit der verschränkten Planung in Prolis. Wir müssen allerdings aufpassen,
dass sich auch wirklich an diesen Masterplan gehalten wird in den nächsten Jahren. Ich möchte auch das Beispiel des Quartiersmanagements nennen, das in Prohlis eine zentrale Funktion hat, unter deren Dach sich auch die viele Initiativen und Vereine treffen können. Das ist nach dem Auslaufen seiner Förderung in seiner Kontinuität gefährdet und wäre, sage ich mal, für mich auch als Sozialarbeiter allerdings ein Grundbestandteil, dieses ganze Konzept zu prüfen zu können. Deshalb muss unbedingt jetzt schon mit der Verabschiedung des Masterplans die Selbstverpflichtung, von der ich gesprochen habe, greifen. Wir unterstützen deshalb die Ergänzung der Kolleginnen der Grünen, das Quartiersmanagement Prohlis zu sichern. Außerdem haben wir auch nichts dagegen, den Bericht des Sozialausschusses mit abzustimmen, weil die Idee, Langzeitarbeitslosen in einem Programm eine Perspektive zu bieten, auf keinen Fall verkehrt sein kann. Ich wünsche Prohlis eine gute Zukunft. Wenn der Masterplan dabei hilft, umso besser. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Armer Freie Wähler, Freier Bürger. Herr Genschmer, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir werden dem Masterplan Prohlis unsere Zustimmung geben. Wir wollten eigentlich, weil es für uns durchaus eine Selbstverständlichkeit ist und vieles in dem Masterplan durchaus eine Berechtigung hat, eine Perspektive für Prohlis aufzeigt. Ich bin selber Prohliser, bin in 118 gegangen. Aber mich hat trotzdem bewegt, was Herr Pfeiffer hier vorhin gesagt hat. Und teilweise ist es eben so, dass mir manchmal dieser Masterplan auch so ein bisschen als Feigenblatt für sozial schwache Stadtteile vorkommt. Wir als Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger haben nie ohne Grund den Asylbewerberstandort in der Windmühlenstraße abgelehnt. Nicht umsonst hat der Stadtbezirksbeirat in Prohlis diesen Standort abgelehnt, weil dieser Stadtteil köppt. Dafür wird auch dieser Masterplan nicht helfen. Und was Herr Pfeiffer aus der Schule berichtet hat, zeigt, welche Probleme hier sind, und die werden noch schlimmer, und da können Sie noch einen Masterplan machen und den übernächsten Masterplan. So wie Sie mit diesem Stadtteil umgehen, führen Sie zu einer Ghettoisierung. Wird Dissidentenfraktion das Wort gewünscht? Herr Lichti, bitteschön. Hallo? Ja, ganz kurz noch von der Seite. Wir begrüßen auch den Masterplan. Ich denke, es ist viel Energie und auch Gedankenschmalz dort reingeflossen, und dem Plan ist Erfolg zu wünschen. Wir stimmen gerne zu. Dann als nächster AfD-Fraktion, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, vorweggenommen, auch wir werden den Masterplan unterstützen. Die Stesat hat sehr viel Schweiß, sehr viel Arbeit darin verwendet, um Ideen zu bringen, um diesen Stadtteil ein Stück weit voranzubringen. Große Hoffnungen legen wir darin in die Buga. Das, wenn ich in diesen Stadtteil gehe, ich finde ihn immer noch sehr grau. Zu viele Hochhäuser aneinander gereiht. Da muss sicherlich auch baulich etwas verändert, und wir wären sehr interessiert daran, dass freistehende Flächen eben tatsächlich auch für Einfamilienhäuser, für junge Familien bereitgestellt werden. Das würde den Stadtteil aufwerten. Ein gutes Beispiel haben wir sicherlich auch in Gorbitz gesehen, wo nach der Wende eben auch solche Flächen dafür genutzt worden sind, um dem Stadtteil neue Farben zu geben, neue Facetten, um eben auch eine Vielfältigkeit, was Wohn und Leben darstellt. Von daher Mut zu Einfamilienhäusern, zu Familienförderung. Hier in Prohlis wäre da ein schöner Anfang dafür. Zweitens, eine gute Idee ist auch Entwicklung Berufsschulzentrum. Auch da sind wir der Auffassung, dort auch weitermachen. Großzügige Sporthalle, Vierfeldhalle, das ist natürlich purer Luxus, aber der gerechtfertigt ist. Denn in der Tat, die Vorredner haben es gesagt, dem Stadtteil ist viel zugemutet worden. Man könnte fast sagen, zu viel. Man könnte noch weitergehen. So ein Masterplan ist ja nicht irgendetwas, der feststehend ist,
Es wurde bemängelt in dem Plan, es wären zu viele Ungleichgewichte, sprich auch so berufliche Ausbildung und so weiter, unterentwickelt. Warum kann eine ein oder andere TU oder Campus-Fortbildung dort nicht installiert werden? Diesen Plan durchaus weiterdenken. Bewegung, Sport für die Menschen wurde dort angesprochen. Ja, das ist sehr gut. Gesundheit im Beratungszentrum als Tor für Prolis wurde auch dort genannt. Eine kluge Idee. Und ich habe schon gesagt, Ankauf neuer Wohnflächeneinheiten, wie gesagt, nicht weitere Hochhäuser, nicht weitere Wohnblocks, sondern schöne Familienhäuser für Menschen, die hierher kommen wollen und eben in diesem Bereich leben wollen. Prolus, Boulevard bauen, auch dies, das sind alles so Programmsätze, die noch nicht in Stein gemeißelt sind. Wir sollten als Stadtrat heute nicht nur sagen, wir wollen das, sondern wir sollten uns auch verpflichten, dass wir in den Ausschüssen, in denen wir sitzen, darauf achten, dass das auch umgesetzt wird. Und wenn es da die eine oder andere Idee gibt, wo wir sagen, wir legen da noch was drauf, und dann sollten wir uns immer daran erinnern, Prolis hat sich verdient gemacht um Dresden, dass sie uns sehr viele Probleme abgenommen hat zu ihren eigenen Lasten, ja, und zu einem teilweise Brennpunkt gekommen ist. Damit meine ich nicht Langzeitarbeitslose, die in einem Brunnen sind. Das verstehe ich nicht, was vorhin gesagt worden ist. Aber macht nichts. Was ich meine, ist eben, dass dort viele Menschen ankommen, die noch nicht angekommen sind. Und die haben ein Problem dort. Und Prolis wird es bewerkstelligen, umso besser, indem wir bereit sind, in diesen Ortsteil zu investieren. Ich bin guter Dinge, dass das passiert. Seien wir mutig und legen vielleicht an der ein oder anderen Schippe noch einen drauf. Mit der Buga haben wir eine große Chance da. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen, Frau Mühle, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe ZuschauerInnen hier auf der Tribüne, im Saal und zu Hause. Auch ich komme aus Prolis, auch ich bin auf die 118. Oberschule gegangen. Ich komme ein bisschen zu einer anderen Zeit als der Herr Genschmer. Und ich muss sagen, wenn ich heute, Prolis liegt mir am Herzen, und wenn ich heute durch Prolis fahre, ist es für mich immer in also ich wohne ja dort gleich in der Nähe, ist das für mich immer was Besonderes, und ich freue mich darüber, wie sich der Stadtteil entwickelt hat seit der Wende. Prolis, wenn man heute sich anschaut, was man da zum Beispiel machen könnte, gibt es Hausmusik, schon allein in der nächsten Woche, Hausmusik, Kiezcafé, ein Graffiti-Workshop, Bildungsberatung und die Buchkinder und das wunderbare Projekt Mosaik. In Prolis gibt es allerdings auch, meine Vorrednerinnen haben es schon gesagt, fast 40% Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren, die im Bezug von Bürgergeld oder Aufstockungsleistung leben. Und obwohl die Beschäftigten, der Anteil der Beschäftigten ansteigt in den letzten Jahren, liegt er immer noch deutlich unter dem Dresdner Durchschnitt. Vor allem die Kinder müssen wir in den Fokus nehmen, denn die Kinder dürfen nicht in diesen verfestigten Strukturen verharren. Die Kinder müssen alle eine Chance haben, genau die gleiche wie am Weißen Hirsch oder in Striesen. Und dafür, denke ich, können wir gar nicht genug Pläne und vor allem nicht genug Taten und nicht genug Geld fließen lassen, wie zum Beispiel in den Kinder- und Jugendtreff Mareike, das Jugendhaus GEM, das Familienzentrum Fabi und auch in die mobile und Schulsozialarbeit. Das Quartiersmanagement, auf das sich unser Ergänzungsantrag bezieht, auch meine Vorrednerin haben es schon gesagt, leistet seit 2000 da wichtige Arbeit, und die Finanzierung ist im Moment nur noch bis 2025 gesichert, weswegen wir sowohl im Beschlusspunkt 3 als auch in dem Masterplan selbst die eine stärkere Verankerung des Quartiersmanagements mit unserem Antrag beabsichtigen. Kurz noch ein Wort zum Herrn Lommel. Wenn Sie über Wohnungen sprechen, dann denke ich, oder über Bedarf, der in Prolis besteht, dann denke ich vor allem an Wohnungen für größere Familien, denn die sind dort knapp. WBS 70 hat halt nur 76 Quadratmeter und 3 oder 4 Räume, und größere Wohnungen sind dort einfach, bezahlbare Wohnungen sind nicht verfügbar, und ich freue mich, dass in dem Masterplan auch Pläne enthalten sind, dort, ich getraue es mir fast nicht zu sagen, auf Parkflächen, im Moment noch als Park, also als Parkplatz genutzten Flächen, solche Wohnungen zu errichten. Das, genau. Und die
was jetzt wichtig ist, und auch das wurde schon gesagt, dass wir nicht in diesen Plänen verharren, sondern dass es an die Umsetzung geht. Und da geht es halt um die Schulstandorte, da geht es um Freiflächen, da geht es um das integrierte Familienzentrum. Und das verpflichtet nicht nur die Verwaltung, wenn wir heute den Beschluss treffen, sondern das verpflichtet auch den Stadtrat, nämlich in allen weiteren Beschlüssen und Vorlagen, die wir bekommen, immer daran zu denken, welche Herausforderungen dort in Prohles gemeistert werden und welche Unterstützung dort notwendig ist. Und diese Ansiedlung zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie es schon mitbekommen haben, Wissenschaftsstandort Ost, kommt auch in unmittelbare Nähe sozusagen des Gebietes, also das wird dort schon gefördert, auch der Berufsschulstandort, wie gesagt, hoffe ich, dass der doch noch, sage ich mal, in absehbarer Zeit umgesetzt wird. Und ich freue mich heute auf eine breite Zustimmung zum Masterplan und bitte auch um Unterstützung für unseren Ergänzungsantrag. Danke. So, weitere Wortmeldungen sehe ich erstmal nicht. Dann könnten wir in die Abstimmung eintreten. Da haben wir zunächst den Antrag, dass wir als Abstimmungsgrundlage den Bericht des Sozialausschusses nehmen. Und dann gibt es noch einen Ergänzungsantrag der Grünen, der sowohl als auch mit der Gültigkeit hätte. Also, wer dafür ist, dass wir den Bericht des Sozialausschusses als Abstimmungsgrundlage nehmen, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 29 Nein, 2 Enthaltungen. Wäre das so angenommen, dann würden wir zu dem Sozialausschussbericht jetzt die Ergänzung beantragt von Bündnis 90 Die Grünen zur Abstimmung stellen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 29 Nein, eine Enthaltung. Wäre das so aufgenommen? Und dann kommen wir zur Schlussabstimmung über den so ergänzten Ausschussbericht Soziales. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung. Ein klares Votum für den Stadtteil. Vielen Dank.